Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Wir haben heute eine neue Produktvorstellung für euch in H0 und zwar ein Taurus. Er steht schon hier 60 Jahre Rocco und das verrät auch natürlich direkt von welcher Firma die Lokomotive zu uns kommt. Nämlich es ist die Rocco Jubiläumslokomotive 2020. Die werden wir uns gleich im Genaueren anschauen. Natürlich im Modell wie auch im Vorbild und dann wird es auch logischerweise raus auf die Strecke gehen. Wir werden uns die Sounds anhören und natürlich auch die Fahreigenschaften uns anschauen. Der Fahrplan steht, wir legen los. Da wir den Taurus auf unserem Kanal schon einige Male vorgestellt haben, habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, auf ein anderes Video von uns zu klicken und euch dort die Informationen zum Vorbild im Einzelnen anzuschauen. Wir machen jetzt hier weiter mit den Einzelheiten zu unserem Taurus hier speziell im Modell in 1:87, denn es ist eine ganz besondere Lokomotive, wie am Anfang ja schon gesagt, es handelt sich um die Jubiläumslok 60 Jahre Rocco und kein bisschen müde, so der Slogan von dieser Lok. Gudrun Geiblinger war die Designerin mal wieder von dieser wunderschönen Werbelokomotive, die übrigens in Österreich vor Personen wie auch vor Güterzügen zum Einsatz kommt, sowie im nahen Ausland. Der Taurus wurde ringsrum beklebt und die Beklebung soll im Prinzip die Gründung von Rocco mit Kinderspielzeug zeigen, bis jetzt hin zur aktuellen Zeit, wo Rocco wirklich hochklassige Lokomotiven und Triebwagen produziert. Schauen wir uns unser Modell in ein paar Stichpunkten an. Wir haben eine Lokomotive der Taurus-Reihe 1116. Wir haben hier eine aufwendige Bedruckung im Jubiläumslook, das habe ich eben ja schon gesagt. Wir haben auch hier die Möglichkeit, den Z21 Führerstand anzeigen zu lassen. Wir haben schaltbares Fernlicht auf beiden Seiten sowie weitere digitale Funktionen. Außerdem haben wir hier jetzt zu sehen die Digitalversion in Gleichstrom. ÖBB ist die Bahngesellschaft. Wir haben hier eine Lok der Epoche 6. Wir haben in der Lok einen Energiespeicher verbaut, was dazu führt, dass wenn wir über dreckige Gleise fahren oder zum Beispiel nicht polarisierte Weichen, dass die Lokomotive schön weich drüber fahren kann. Aufgrund des Energiespeichers hat sie dann kurz die Möglichkeit, diese stromlose Stelle zu überbrücken. Außerdem haben wir hier einen fünfpoligen Motor eingebaut mit Schwungmasse. Wir haben vier angetriebene Achsen, eine davon mit Haftreifen. Wir haben eine Länge über Puffer von 221 mm, einen mindestbefahrbaren Radius von 358 mm. Das entspricht bei Rocco dem R2. Wir haben hier einen Kupplungsnemmschacht 362 mit Kurzkupplungskinematik. Wir haben, wie eben schon gesagt, die zusätzlichen Lichtfunktionen in Form von dem Fernlicht auf beiden Seiten oder auch zum Beispiel den abschaltbaren Licht. Wenn man zum Beispiel dahinter einen Zug hat, dann kann man das Schlusslicht abschalten und Führerstandsbeleuchtung. Und wir haben, wie eben ja schon gesagt, Sound und den Z21 Führerstand an Bord. Schauen wir uns die Lok noch ein wenig im Detail hier an, weil ich finde, es ist wirklich eine bildhübsche Lok. Rocco hat sich wirklich hier alle Mühe gemacht, die man sich nur machen kann. Wir haben eine wunderschöne Lokomotive, beidseitig hervorragend bedruckt, auch der Längsträger vorbildgerecht und trennscharf. Wir drehen ihn einmal um, denn auch auf der anderen Seite sieht man hier vorne schön, das haben wir auch schon, das Lustige, in einem anderen Video vorgestellt, diesen wunderschönen Triebzug hier. Und die Stromabnehmer sind natürlich auch hebbar. Wir haben hier vorne dann auch unten eine Schürze, also den Schneeflug. Wir haben serienmäßig eine Bügelkupplung verbaut, die Rocco-Kurzkupplungen. Wenn wir uns dann auch schon mal direkt den Zurüstbeutel anschauen, der hier auch wieder etwas größer ausfällt, haben wir Rocco-Kurzkupplungen mit dabei. Wir haben Ersatzflüge mit dabei, Bremsschläuche und im Prinzip das
Bekannte, sage ich jetzt mal, was man bei den Loks zurüsten kann. Wir haben hier vorne auch unter den Fenstern leider noch die ganzen Griffe. Die sind hier drin, die müssten noch zugerüstet werden. Aber man hat hier bei der Lokomotive, ich lasse sie mal so stehen, auch die Möglichkeit, dass man eine Seite komplett so zurüstet, also sprich den Vitrinenmodus, dass die Kupplung komplett raus ist und die langen Bremsschläuche montiert. Und so, finde ich, sieht das wirklich hervorragend aus. Wir haben hier vorne auch seitlich, kann man wunderschön in den Führerstand gucken. Auch der ist sehr schön umgesetzt. Was ist sonst noch dabei? Wie kommt die Lok überhaupt zu uns? Wir haben halt hier den bekannten, ich schiebe ihn mal so auf, den bekannten Rokokarton und haben dann nochmal diese wunderschöne farbig gestaltete Banderole dabei. Dann, wie ja gerade schon gesagt, der etwas dickere Zurüstbeutel. Dann haben wir hier die bekannte Anleitung, wo auch nochmal Pflegehinweise drin stehen, wie man die Lok zu warten hat. Dann auch bekannt das Rokko-Ersatzteilblatt, beidseitig, wo man alle Ersatzteile der Lok noch sich nachbestellen kann. Und zu guter Letzt, das hier ist das Sounddatenblatt. Da haben wir nochmal hier aufgelistet alle Sounds, die die Lok hat. Da kann man sich die anschauen und auch die CVs stehen auch nochmal darunter. Kommen wir zu den Artikelnummern. Bei der Lok gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Versionen. Wir haben einmal für die Gleichstromfahrer die Analog-Variante. Das ist die Artikelnummer 70485. Für die Gleichstromer Digital Sound, das ist die Lok, die wir jetzt hier haben, ist es die Artikelnummer 70486. Und für die Wechselstromfahrer, auch digital mit Sound, ist es die Artikelnummer 78486. Und da sind wir auch schon am Ende unseres Videos angekommen. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Es ist wirklich eine sehr schöne Werbelokomotive, die wirklich bei niemandem fehlen darf. Und auch hier nochmal eine ganz wichtige Information, denn diese Lokomotive wird nur im Jubiläumsjahr aufgelegt. Solltet ihr noch Fragen zu dieser oder zu anderen Lokomotiven haben, gerne in die Kommentare schreiben oder direkt eine E-Mail an uns. Wir werden uns natürlich dann schnellstmöglich bei euch melden. Alle weiteren Informationen, auch wenn ihr euch die Lokomotive kaufen wollt, könnt ihr das tun auf unserer Homepage www.modellbahnunion.com. Das war's von mir. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bleibt gesund und tschüss. Lasst gerne ein Like da, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Videos von uns verpasst.